Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das Thema Aufhören mit Sünde. Die Bibel sagt uns Folgendes im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Petrus macht hier die Gemeinde auf etwas aufmerksam. Und vielleicht mal ganz allgemein sagt man sich ja, ja, in der Welt und so weiter, wenn die Leute erstmal Probleme hätten oder herausgefordert sind, dann haben sie nicht mehr so viel Zeit, sich so viel Blödsinn auszudenken oder kommen nicht so auf dumme Gedanken. Das ist ja auch schon bei Kindern so, wenn sie viel Zeit haben, dann vertrödeln sie ihre Zeit und kommen so auf allerlei Unsinn. Sind sie beschäftigt, fest in ihrem Alltag? Ja, da ist gar keine Zeit dafür. Nun, das sind solche Gedanken, menschliche Weisheiten und so weiter. Aber was die Bibel hier meint, ist etwas ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass man dann auch im Leid irgendwie die höheren Ziele und Dinge erkennt, wenngleich natürlich im Leben verschiedenste Situationen immer wieder dazu führen können, dass wir innehalten, dass wir reflektieren, dass wir zurückschauen, dass wir schauen, was haben wir geerntet und dann auch da natürlich unsere Schlüsse draus ziehen. Aber hier geht es darum, wir sollen uns wappnen mit der gleichen Gesinnung, wie Jesus es hatte. Und wenn wir dann am Fleisch sehen, er hat gelitten, und auch wir, dass wir dann aufhören zur Sünde oder zu sündigen. Was meint die Bibel hier? Worum geht es? Was die Bibel uns hier zeigt, ist das Vorbild von Jesus selber. Er kam auf diese Welt und er hatte ein klares Ziel. Das war die Gesinnung und ist die Gesinnung, die auch wir haben sollen. Er kam auf diese Erde, um uns Menschen zu befreien. Er kam auf diese Erde, um in seinem Handeln, in seinem Denken, in seinem Reden, letztendlich in allem, was er tat, eines im Fokus zu haben, nämlich den Willen des Vaters zu erfüllen. Und da war kein Platz für Sünde. Jetzt zeigt uns die Bibel, weil Christus in uns lebt, weil er in uns ist, durch seinen Geist sollen wir uns wappnen. Das heißt, wer sich wappnet, der muss etwas aufheben. Wappnen ist logisch. Damals ein Ritter, wenn er sich gewappnet hat, hat er seine sieben Sachen zusammengetragen, hat sich gerüstet. Und hier heißt es, wir sollen uns mit dieser Gesinnung wappnen. Was bedeutet das? Wir sollen uns immer wieder vor Augen führen, was ist das Ziel? Und das sowohl in Freud als auch im Leid. Das sowohl in den guten Dingen des Lebens als auch in den Herausforderungen des Lebens, nämlich zu wappnen. Das heißt, ich merke, halt mir vor Augen, was ist denn das Ziel meines Lebens? Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich darin gegründet bin, dann bin ich auch bereit, um Christi Willen zu leiden, weil ich weiß, diese Erde ist nicht das Ziel, weil ich weiß, mein Bürgerrecht, meine Zukunft ist in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, dieses Leben hier ist wie ein Wimpernschlag. Und wer diese Gesinnung hat, der hört auf, heißt es hier, mit der Sünde. Warum? Weil es dann nicht mehr im Leben um den Genuss, um die kurzfristige Befriedigung, um meiner, mir, mich geht, sondern es ist vielmehr ein Leben, wie es uns Jesus vorgelebt hat, nämlich in der Hingabe, in der Ausrichtung, in der Frage, in dem Auskosten, Gott, was hast du vor an diesem Tag? Was hast du vor in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Das Zentrum wandert also von meiner, mir, mich hin zu ihm. Deinen Willen zu erfüllen und darin Freude und Genuss zu erleben, darin die Bestimmung im Leben zu erfahren, nämlich ich lebe um seinetwillen, ich lebe um ihn zu verherrlichen, denn ich weiß, das Größte und das Schönste ist nicht hier auf Erden, sondern das Größte und Schönste ist das, was in Ewigkeit kommt. Das heißt aber nicht, dass dieses Leben jetzt irgendwie nichts wert wäre und man sagen könnte, tja, dann wird es hier ganz schrecklich und ganz schlimm. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, darin erleben wir erst in den großen wie in den kleinen Dingen unsere Bestimmung, weil wir verstehen, alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich auch genießen darf, es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Und in diesem Lauf, den wir vollenden werden, darf ich dann genießen, nicht im Neid, nicht im Mangeldenken und oh, wäre das so schön, sondern selbst die kleinsten Dinge können dann groß werden. Ein Sonnenuntergang, eine Blume zu betrachten, was auch immer. Zu sehen, wie Menschen miteinander im Frieden umgehen, die guten Früchte, die Gott gibt und wirkt auch durch mein und unser Leben.
dass wir darin merken, wow, Gott ist dabei und ich darf genießen die Dinge, die er auch zum Genuss darreicht. Das ist letztendlich das, was die Bibel uns hier zeigt, was Petrus der Gemeinde deutlich macht. Wappnet euch doch mit dieser Gesinnung, nämlich nicht mehr lebe ich, sondern er lebt in mir. Das ist, wie Jesus gelebt hat, in dem Ziel, uns Menschen zu retten und zu erlösen. Und wir sollen in dieser Gesinnung gewappnet sein und dann bereit auch sein, Dinge zu tragen und zu ertragen. Und darin, sagt die Bibel, ist letztendlich diese Haltung, dass nicht mehr die Sünde und das Weggehen von dem Willen Gottes, sondern das Hingehen und das Hinstreben zu dem, was Gott sagt in seinem Wort, ihre Grundlage findet. Das wünsche ich uns von Herzen. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen gerne wieder.